Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich mal ein kleines Kunstprojekt für euch, und zwar Pinguicula auf dem Stein. Die Idee habe ich nicht selber gehabt, die habe ich irgendwo aufgeschnappt, ich weiß nicht mehr genau wo, irgendwo im Internet war das. Und zwar pflanzt man da Pinguicula, also Fettkraut, auf vulkanisches Gestein. Ja, und das sieht ziemlich cool aus. Und wie man das Ganze macht, das zeige ich euch heute mal. So, ich zeige euch mal, wie das Ganze jetzt bei mir aussieht. Es ist ziemlich klein und auch noch nicht besonders. Die Pinguiculas müssen natürlich noch wachsen. Aber da werde ich, denke ich mal, auch noch ein größeres Projekt machen und einen größeren Stein bepflanzen. Aber fangen wir erstmal mit dem kleinen hier an. Diesen vulkanischen Stein hier habe ich aus meinem Aquarium. Der stand da eine ganze Weile drin, aber mittlerweile habe ich ihn halt rausgeholt. Und der ist jetzt optimal, weil er ziemlich große Poren hat und da die Wurzeln der Pinguicula optimal Halt finden können. In meinem Fall ist das jetzt Pinguicula grandiflora, also eine Pinguicula, die relativ klein bleibt, aber dafür sehr, sehr schöne Blüten ausbildet. Da habe ich hier eine ganze Menge von Brutknospen gehabt, also Winterknospen, und die werden wir jetzt verwenden, um diesen Stein zu bepflanzen. Die Heißklebepistole habe ich schon mal eingesteckt, um dann den Stein nachher auf diese kleine Schale hier draufkleben zu können. Dann habe ich hier jetzt noch ein bisschen Moos geholt. Ich hätte natürlich auch Sphagnummoos nehmen können. Das Problem ist nur, dass Sphagnummoos auch eher nach oben wächst und dieses Moos bleibt halt flach. Deshalb habe ich das genommen. Ihr solltet natürlich genau darauf achten, dass keine Verunreinigungen oder Tiere da drin sind, weil die Tiere verstecken sich, also Insekten verstecken sich auch gerne im Winter in solchem Moos drin. Deshalb wasche ich das gleich nochmal richtig gründlich mit heißem Wasser aus. Hier sehen wir dann noch meine Sarazenien. Von denen sind einige erfroren, das ist schade, aber bei minus 12 Grad, das war schon ziemlich hart für die. Aber der Großteil hat überlebt und das ist die Hauptsache. Wieder im Haus ist die Heißklebepistole jetzt warm gelaufen und wir können den Stein auf die Schale kleben. Im Nachhinein fällt mir auf, das hätte ich auch mit Silikon machen können. Also wenn ihr Silikon da habt, dann würde ich das, glaube ich, sogar noch bevorzugen, weil zum Beispiel Aquariensilikon ist ja extra schadstofffrei, damit die Fische oder andere Aquarienbewohner keinen Schaden davon tragen. Deshalb das nächste Mal werde ich dann, denke ich, auch Aquariensilikon verwenden. Daran habe ich jetzt aber in dem Moment nicht gedacht. So, und dann kleben wir das Ganze hier drauf, drücken es schön fest an und warten, bis es ausgehärtet ist. So, das Ganze ist jetzt trocken, ging relativ schnell und man kann es auch hochheben, da passiert nichts. Und jetzt ist es Zeit, den Stein zu bepflanzen. Als erstes hole ich hier das Moos, das wir gesammelt haben, und lege das unten in die Schale rein. Also auf den Stein mache ich das nicht, sondern nur hier unten in die Schale rein. Und das klebe ich dann auch nochmal fest, das macht dem Moos überhaupt nichts aus. Da müsst ihr gucken, dass es wieder getrocknet ist, weil ansonsten hält der Kleber nicht richtig. Ja, und Heißkleber zieht hier natürlich noch Fäden, das ist noch ein negativer Aspekt von Heißkleber. Naja, auf jeden Fall klebe ich jetzt hier unten rund um den Stein dann ein bisschen von diesem Moos, damit man dann nicht sieht, dass das mit Heißkleber festgeklebt ist und damit dieser Übergang ein bisschen flüssiger und schöner ist. Das Ganze machen wir dann einmal rund um den Stein drum und dann können wir auch schon die Pinguicula draufsetzen. Wie gesagt, in meinem Fall habe ich mich jetzt für Pinguicula grandiflora entschieden. Einerseits, weil die Pflanzen relativ klein bleiben und den Stein dann nicht komplett zuwuchern. Andererseits, weil sie sehr, sehr schöne Blüten haben. Und ich habe sie halt hier noch als Brutknospen oder Winterknospen. Deshalb bietet sich das eh an, weil die noch keine Wurzeln haben. Und so können die Wurzeln dann erst auf dem Stein bilden. Und das ist eigentlich optimal. Ja, genau. Und jetzt mache ich hier den Stein erstmal nass, damit die Poren alle voll mit Wasser sind und die kleinen Fettkrautpflänzchen dann auch genug Wasser aufsaugen können. Das Bepflanzen selbst mache ich jetzt mit einer Pinzette, weil die sind so klein, hier diese Knospen, die könnte man mit der bloßen Hand gar nicht da drauf setzen. Und ja, manche haben schon Wurzeln gebildet, die versuche ich dann gezielt in die Poren reinzusetzen, damit die da besser Halt finden. Manchmal nehme ich auch ein bisschen Erde mit, das wird dann später abgespült. Deshalb ist das auch nicht dramatisch, wenn ein bisschen Erde mitkommt. Aber am besten setzt man einfach die Brutknospen so in die Poren rein, dass sie da auch schön Halt finden. So, hier wollte ich jetzt eigentlich einen Zeitraffer reintun, aber das hat mein iPad leider nicht geschafft. Auf dem schneide ich ja momentan noch. Aber wie die meisten wissen, ich ziehe ja jetzt im Sommer nach Berlin. Und da nehme ich meinen PC mit und da werde ich dann auch, denke ich mal, dann am PC schneiden. Das heißt, da könnte dann die Qualität nochmal um einiges besser werden.
Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Hier setze ich jetzt auf jeden Fall die ganzen Pinguicula auf den Stein. Und dann mache ich das jetzt fertig und wir sehen uns gleich wieder. Hier hatte ich dann auch noch eine Pinguicula gefunden, und zwar Pinguicula agnata. Die wollte ich dann auch noch dazu setzen. Die saß hier so in dem Untertopf drin von meiner Nepenthes. Und die war eigentlich auch ganz schön und nicht zu groß. Und da dachte ich, die nehme ich dann auch noch mit dazu. Nicht, dass ihr euch wundert, es ist normal, dass die noch keine Wurzeln haben oder kaum Wurzeln haben. Die bilden nämlich eh sehr spärlich nur Wurzeln aus. Aber auch damit auf dem Stein zu wachsen, haben die kein Problem, weil das ist in der Natur auch so, wenn man sich das anschaut, die wachsen oft halt an feuchten Steinhängen und ja, deshalb ist das überhaupt kein Problem für die. Wichtig ist halt nur, dass der Stein die ganze Zeit nass gehalten wird. Ja, und ansonsten gibt es da eigentlich gar nicht so viel zu beachten bei dem Stein. So, und dann ist das Ganze auch schon fertig. Es ist natürlich noch nicht großartig, die Pinguicula sind noch nicht gewachsen, aber ich finde, der dekorative Wert dieses kleinen Gebildes hier ist schon ziemlich hoch. Und das kann man dann einfach irgendwo hinstellen, wo es schön aussieht, wo am besten die Luftfeuchtigkeit auch etwas höher ist. Ansonsten muss man dann mehrmals am Tag einsprühen, da das Ganze sonst relativ schnell austrocknet und das den Pinguicula schaden könnte. Wir könnten das Ganze jetzt auch rausstellen, das lasse ich aber erstmal, da durch den Regen die kleinen Pinguicula ausgespült werden könnten. Und das möchte ich nicht. Ich sprühe das Ganze jetzt hier immer vorerst mal nur ein und stelle das dann in ein Terrarium, damit die Pinguicula dann schön anwachsen können. So, und das war dann auch schon alles. So, jetzt wisst ihr, wie man Pinguicula auf einen Stein pflanzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und schaut auch bei Instagram vorbei, kaniko98. Da poste ich dann ab und zu mal Updates von diesem Stein und generell auch andere Bilder. Also schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.